Kurznachrichten. Durchgesickerte Facebook-Papiere enthüllen Berichten zufolge, dass Social-Media-Giganten daran arbeiten, Kinder ab 6 Jahren mit ihren Leistungen anzusprechen, um ihre Verbraucherbasis zu erweitern und die Gewinne der Technologie-Giganten zu steigern. Das berichtet SNA News. Mir fällt ja ein, wie man die Gewinne der Pharmaindustrie auch noch steigern könnte. Kinder, voran! In der Propaganda kann man das doch sicherlich dann als kinderfreundliche Gesellschaft verklären. Am 1. November 2021, Montag. Laut einem Medienbericht von Sonntag breitet sich derzeit in Wien ein RS-Virus aus. Dieses ist besonders gefährlich für Kinder bis etwa 3 Jahren. Eine Atemwegserkrankung. Die Kronenzeitung berichtet, eine Art Lungenentzündung. Da es im Vorjahr, so Experten, durch Lockdown kaum Infektionen gegeben habe, gebe es nun offenbar einen Nachholeffekt. Auch das haben Kritiker längst vorhergesagt. Das Robert-Koch-Institut meldet erneut einen Anstieg der Corona-Zahlen, 9.658 neue Fälle. Das ist der ARD den reißerischen Titel, fast 10.000 neue Corona-Fälle wert. Man hätte ja auch berichten können, etwas über 9.000 Fälle. 154,8 in jedem Fall die Inzidenz, Österreich 367,7. Australien öffnet seine Grenzen nach 20 Monaten. Die Konzerne E.ON, Bayer und Altours melden extra Kantinenbereiche für Geimpfte und Genesene. Das berichtet die Rheinische Post. Grünen Gesundheitsexperte Dahmen kritisiert Ärzte für schleppende Impfungen. Auch aus Thüringen wird gemeldet vom MDR, es gibt erst wenige Boosterimpfungen. Grund mangelnde Bereitschaft. Bundesgesundheitsminister Spahn fordert, die Länder sollen ihre Impfzentren wieder startklar machen. Die US-Regierungssprecherin ist infiziert. Sie ist geimpft. Italien will 90% der Bevölkerung impfen. Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Joachim Kuhs, AfD, hat Freiheitseinschränkungen innerhalb der EU seit Ausbruch der Corona-Pandemie kritisiert und diese mit dem Umgang mit Bürgerrechten während der kommunistischen Zeiten verglichen. Vielleicht hätten Vergleiche mit totalitären Staaten auch gereicht. Sein Kollege Jörg Meuthen fordert den Austausch der gesamten AfD-Spitze. Apropos Spitze, der Anführer der Taliban ist erstmals öffentlich in Kandahar aufgetreten. Russland lehnt nach Angaben des russischen Außenministers Lavrov jegliche Änderungen des Atomabkommens mit dem Iran ab. Auch beschuldigt Lavrov die NATO. Grund: die Konfrontationspolitik. Das Ganze gestern in einer Pressekonferenz am Rande des G20-Treffens. Hat ebenfalls ein kurzes Gespräch mit US-Präsident Joe Biden in Rom geführt, bei dem der amerikanische Staatschef seinem Amtskollegen Putin seine besten Grüße ausgerichtet haben soll. Na, hoffentlich hat er kein Virus verbreitet. Das Kalaschnikow-Sturmgewehr, mit dem sich der weißrussische Präsident Lukaschenko mitten in den Antiregierungsprotesten 2020 hat blicken lassen, ist nun in der Ausstellung im Palast der Unabhängigkeit, dem Amtssitz des Staatschefs, zu sehen. Was ist da noch ausgestellt? Sein Saunahandtuch, seine erste selbstgekaufte Schallplatte, seine Schulzeugnisse. Trauriges aus Tschechien. Nach dem Absturz einer Seilbahnkabine ist am Sonntag eine Person gestorben. Das Ganze am wunderschönen Jestet bei Liberec. Mit der Seilbahn bin ich auch schon gefahren. Tesla-Lächler Elon Musk ist bereit, Tesla-Aktien zu verkaufen. Er möchte die Welthungerprobleme lösen. Ein syrischer Militärangehöriger ist bei einem Terrorbeschuss in der Provinz Latakia gestorben. Dies gibt der Vizechef des russischen Versöhnungszentrums für Syrien, Kudit, bekannt. Nordmazedoniens Ministerpräsident tritt zurück. Polen lässt Hilfsorganisationen nicht an die Grenze zu Weißrussland. Die USA-Regierung zeigt sich besorgt über die neue Gewalt in Myanmar. In Thailand haben Demonstranten gegen die Aufhebung des umstrittenen drakonischen Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung gefordert. Japans Regierungspartei von Ministerpräsident Kishida hat bei der Unterhauswahl einen Dämpfer erlitten, bleibt jedoch mit ihrem Koalitionspartner Komaito an der Macht. Eine neue UNO-Konvention gegen Cybercrime ist vor dem Start. Umweltaktivistin Thunberg hat am Sonntag radikale Protesttaktiken im Kampf für mehr Klimaschutz verteidigt. Manchmal muss man die Menschen verärgern. Mich verärgern schon Fotos von ihr. Die nur 2 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Marshallinseln könnten der Klimabotschafterin des Inselstaates zufolge verschwinden, wenn der Klimawandel nicht sofort bekämpft wird. Das berichtet Sky News. Es gibt einen UN-Report. Der Trend geht zur globalen Erwärmung. In Deutschland heute im Süden und Osten Wolken verhangen, gebietsweise Regen. Im Westen und Nordwesten auch mal Sonne. Auch morgen durchwachsen, schön wird der Mittwoch. Temperaturen knapp im zweistelligen Bereich. Machado, Alternative Music.